glaube Industrieegel heißt die eine Nahkampfwaffe, brauchst du halt dafür. So, die habe ich hier interessanterweise auf dem Spielstand nicht. Die habe ich mir glaube ich nicht gekauft, weil ich kein Geld hatte. Ich weiß nicht, ob ich die gekauft oder gefunden habe. Wenn ich sie gefunden hätte, hätte ich sie wahrscheinlich gesagt. Nee, ich glaube, die kannst du kaufen. Okay. Das sind so limitierte Mods, sage ich mal, die du halt für kurze Zeit bei dem Händler kriegst. Ah, war das vielleicht dieser Händler, der plötzlich auf dem Dach stand? An der einen Stelle? Das ist möglich, ja. Könnte nämlich sein. Ein bisschen Küchenkram. Eine Mulldrinne für mich. Wunderbar. Küchenkram würde ich ehrlich gesagt nicht mehr mitnehmen, mit so verkorkst du das Schluss. Oh, Alkohol und ein ganzes Bett geil, Alter. Mega nice. Nee, nee. Was bist du? Oh, hier ist was drin. Wollte ich gerade verprügeln. Viel Erfolg dabei. Hätte wahrscheinlich nicht geklappt. Hast du deine Ohren schon dran? Da kommt der Alte durch den Pulli, Alter! Ich da auch rein? Hier falsch. Ich will da auch rein, ist unfair. Ich kann da raus, aber ich kann da nicht rein. Obwohl ich da eigentlich voll reinpassen müsste, guck mal. Ich schwebe! Guck mal, ich kann fliegen! Ha! Okay, komm, rein. Lass uns gehen, bevor wir unsere Waffen gänzlich aufbrauchen. Danach können wir immer noch spielen gehen. Juhu! Oh oh. Im ersten Moment dachte ich mir so, oh oh. Und dann so, ach, das sind so glücklich Müllsäcke. Falsch. Na, brennst du schön, Kumpel. Zombies da auch noch rumrennen. War in die Ecke, wo man hochklettern konnte. Vorne, du musst von vorne da einfach hochklettern. Ich glaube, es ist fast egal wo. Ich habe noch ein paar Granaten, also die Nachbarn kommen. Oh, das war gerade, das ist gerade mega creepy gewesen. Der Zombie stand da, hat die linke Hand so hoch und machte mit den Fingern so, als wenn er mich angrapschen wollte. Was? Wie kommt ihr bitte hier rein? Zombies müssen draußen bleiben. Wir könnten jetzt bis zur Nacht eigentlich schlafen, aber es geht nicht wegen der Zombies. Wir müssen jetzt halt wirklich warten, ey. Warte mal, ich muss mal hier deutlich zu machen. Oh, wie kommt der denn jetzt hier rein? Solange es nichts Großes ist, oder? Ich habe ja wohl eine Industrie-Igel, sehe ich gerade. Was die Zombies ist sich einfach gegenseitig durch den Zaun buggen. Könnt ihr hier draußen, glaube ich, die nächste Hilfe gebrauchen, wenn immer mehr Zombies hier drin. Okay. Alter, da ist schon wieder einer durch den Zaun. Zombies müssen draußen bleiben. Hast du das Schild in der Tür nicht gelesen? Das ist wie beim Einkaufszentrum mit Hunden. Oh, Scheiße! Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da, weg da! Ich hab das Ding angehauen! Oh. Jetzt kommen die großen Bösen! Nein, ich wollte mich nicht heilen! Das ist gerade ganz schön buggy, das Spiel, Alter. Naja, die Bug, ich meine, dass so viele Zombies da draußen sind, kriegen wir den Zaun durch. Ja. Ich soll mich einfach voll glitschen.
Ja, das ist mega doof. Ich weiß ja nicht, ob die das gelassen haben. Ich glaube, beim Testen den Leuten einfach noch nicht aufgefallen, was mich wundern würde. Bevor ich scheiter. Ja, vielleicht wurde gerade irgendwann kaputt gewesen. Der Alte will mich, ey. Komm, brüllt. Ich sehe bei der das Skelett, das ist angeschaut. Was bedeutet das? Weißt du, dass hier ist eine mit dem Tag angezogen, die ist ein Runnerin. Warum läuft die, der hier Skelette drauf? Das ist sonst nämlich nicht so. Dann hast du einen relativ kritischen Treffer hingelegt und hättest die wahrscheinlich mit einem noch stark relativ schnell. Beziehungsweise hätte ich wahrscheinlich, aber das ist auf der anderen Seite vom Zaun dummerweise. Oder guterweise, je nachdem. Wir haben es gleich geschafft, ich hab's gedacht. Alle, die Waffen machen was dann auch. Ja, komm doch her, wenn du willst. Hat da oben funktioniert. Zombies. Das reicht mir nicht direkt hier oben aufs Dach, ey. Ich meine Ruhe und kann meine Fertigkeitspunkte verteilen. Oh, das wird jetzt langweilig, das Dach wird, ey. Du kannst nicht vorspulen oder so, das ist halt doof. Also meinen Kram hier einsammeln. Weil das schenke ich den Zombies nicht, das ist meins. Ich muss davon leben. Ja, ich habe mir jetzt auch schon eingesammelt, hoffe ich doch, ich sehe auch hier gerade noch ein Päckchen. Ah, ich das nicht aufheben kann, das würde ich da rüber werfen. Jungschaft freigeschaltet. Freddy Pides, keine Ahnung, hab ich nicht wieder Zombies gelootet oder was? Möglich ist alles, das weißt du ja. Ja. Okay. Mal hoch, Waffe reparieren. Da ist Zombie-Loot draußen gelandet, das ist unfair, da komme ich nicht dran, das ist einer Seite vom Zaun. Aber ich hab ein bisschen Schiss, ne? Ich hab ein bisschen Bammel vor der Aktion gleich. Ich hab Granaten, wie gesagt, wir machen Granaten rein und dann rennen wir weg. Ich hab noch eine Kraftstufe, was nehme ich denn mal? Wenn sie fitter werden, ich kann. Granaten werfen will ich in der Nähe sein. Panzerhaut 2 nehme ich mal, jetzt bin ich ein bisschen fitter. Oh, schön. Erstmal heilen gerade, zack. Das ist 150 Leben, alter Fülle. Not bad. Wir müssen das Ding ja anschalten, wenn es Nacht ist und die Nacht schon kommt, um die Dinge alle zu kriegen. Theoretisch sollten die Zombies alle sterben. Theoretisch. In der Praxis werden wahrscheinlich wir sterben. Ja, das sowieso. Hört euch an. Mal wie sie gucken. Oh, Leute. Da wollte ich auch mal aus der ersten Reihe gucken. Witzig ist auch, dass irgendwie nur vor uns und links und ein bisschen hier drüben ist fast keiner. Irgendwie ist es zum Vergleich zum letzten Mal, als wir hier waren, das ist leerer, viel leerer. Das Gefühl habe ich auch, wo da vorne schon dann die Zombies im Gang stehen. Heul ich noch Blut. Ich ja mal gar nicht. Und die Zombies backen interessanterweise auch nur dadurch, wenn du dich verhalten findest, wenn du oben stehst. Wahrscheinlich, weil sie dann nicht ganz so den Drang haben, zu dir hinzukommen. Das ist auch nochmal Loot. Na, wollt ihr mich? Wollt ihr mich? Bin hier. Ich schmecke lecker. Hier ist ein Kopfball Arsch. Ein Crane Arsch. Knackiger kleiner Crane Arsch. Willst du? Willst du? Willst du? Willst du? Komm her. Der ist ein Aha. Ja, ja.
Also ich habe einen Cricket-Schläger, seid vorsichtig. Oh mein Gott, er wird Cricket mit euch spielen. Boah, ich bin nämlich ausgerüstet, sehe ich gerade, egal. Ich hatte Gänsehäutchen. Gänsehäutchen von denen. Oh, sind das da eigentlich Vögel oder was sind das? Ich glaube ja. Sieht aus wie Vögel. Aber es ist mir aufgefallen, dass Resident Evil das einzige Zombie-Spiel ist, in dem auch Tiere von diesem Virus befallen sind. Nein! Wer ist du da? Die Hunde? Ja, sagen wir mal ein Zombie-Spiel mit Story. Happy Days to Die hätte jetzt keine Story. Ich kenne jetzt nicht so viele Zombie-Spiele, aber ich wette, es gibt noch andere. Zum Beispiel Left 4 Dead. Ihr kennt das Prinzip. Alle Kuriere. Wirklich viel Story hat Left 4 Dead jetzt auch nicht. Außer ich wollte doch eigentlich den Island sagen. Ja gut, da gibt es nur menschliche Zombies, das stimmt. Ja, Dying Light auch. Da gibt es generell irgendwie keine Tiere, habe ich das Gefühl. Außer vielleicht ein paar Fliegen. Nee, aber auch generell in den Zombie-Filmen. In jeglichen Film, den ich jetzt gesehen habe, gibt es keine infizierten Tiere, bis auf Resident Evil. In The Last of Us zum Beispiel gibt es auch keine infizierten Tiere. So, können wir das jetzt machen oder immer noch nicht? Langsam wird's dunkel, Leute. Ach, das Tag ist nicht vorüber. Es ist doch nicht mal mehr Tag. Es ist schon Stockfenster draußen. Weil wir kriegen die Tür auch nicht zu, das ist das Geile. Wir könnten die Tür. Sollte man die eigentlich zumachen können? Ich weiß es nicht. Eigentlich ja, aber das ist, glaube ich, ein Safe Room, weil du hast hier eine Tasche und du hast einen Schlafplatz. Also, das ist wahrscheinlich noch nicht freigeschaltet, vielleicht deswegen. Weil ich kann in der Tasche ja auch nichts machen und am Schlafplatz. Ich nehme mal Let's Play auf so lange. Was machst du? Ich nehme mal Let's Play auf. Aber wie spiele ich immer eine Maus? Wo ist die Maus denn? So. Ja. Ich mir die Gurke da unten so angucke von dem Gehäuse her. Können wir jetzt bitte diese scheiß Tür zumachen? Wer weiß, wie alt der PC ist. Vor allem, wo er hier steht. Gott. Wechsel vorsichtshalber mal auf die UV-Lampe. Mach du das, ich hab die Granaten für andere Zombies, okay? Dann teilen wir uns das so auf. Wir haben Granaten für normale Zombies und. Ah! Nennt mich nicht. Ja! Nein, ich bin kein Zombie. Also das Zeug ist nicht verfügbar. Ah! Irgendwie auf. Wir stehen jetzt hier gleich, keine Ahnung, eine Viertelstunde rum und machen einfach nichts, ey. Weil wir warten. Wir haben gleich 9 Uhr, vielleicht geht's dann. Wir müssen ja aber erstmal trotzdem die Tür vorher zumachen. Wir müssen uns ja verbarrikadieren, so gesehen. Die Albträume kommen ja dicke hier rein. Oh ja, er guckt auf seine Uhr. Ja. Während des Tages nicht verfügbar. Die Nacht. Ah, jetzt. Schalt es jetzt rein. Moment. Jetzt gibt es Schwurmer. Das war gute Arbeit, Bray. Ganz ehrlich. Ich habe noch einen Außeneinsatz zu erledigen, aber danach bin ich für dich da. Ich will immer nicht zumachen. Wir können ja aber schlafen, wir sind ja anscheinend sicher. Okay, bis zum Tagesanbruch. Schlafen. War doch gar nicht so übel. Boah, ich dachte gerade so. Warte mal ganz kurz bitte. Der Zaun steht unter Strom, oder? Ja, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir rauskommen. Der Zaun nicht. Zaun können wir nochmal drüber. Ein anderes Outfit anziehen, aber ich weiß nicht was. Aber nicht. Boah. Das ist ja der normale Maschendrahtzaun, der geht. Können Sie das Paket als erstes. Oh, aber komm, Alter! Liegt so viel Loot und du kannst doch nicht mehr rein. Das ist unfair. Oh, das war nicht weit genug geworfen. Du kannst oben auf die Kästen nicht drauf, außer du bist schnell genug. Mit ein paar Granaten kommen wir unten auch prima durch.
Okay. Kommst du raus? Ich bin draußen. Okay, ich auch. Also, ich habe jetzt hier gewartet. So. War doch easy. Zwei, drei Granaten in die Menge geworfen, dann geht das. Da ist gerade ein Paket runtergekommen. Komm, wir holen uns das. Auf jeden Fall. Ich hab den auf der Karte, folge mir. Ich hab das hier auch auf der Karte, ich seh's ja. Okay, dann folge mir trotzdem. Kiste. Scheiß auf die Überlebenden. So. Je weniger wir durchfüttern müssen, desto besser. Ja, sorry. Falls wir jetzt darauf ankommen, wirst du mich auch verrecken lassen. So. Ich würde dich essen. Ich würde dir einen Gefallen damit. Bei mir ist nichts dran, was man essen könnte. Ein paar Rippchen gehen, aber brauche ich mir lecker Spare Ribs und dann passt das. Hallo. Lassen Sie mich durch, ich habe keine Zeit für Sie. Ah, Bracken ist voll Idiot. Ray ist voll Idiot. Ist da. Bist du da? Ja, ich bin da. Oh, der Kopf ist weg. Ich will mich nicht aufladen. Na gut. Ging doch. Diesmal. Verdammt, die haben trotzdem eine Kiste schon gelootet. So ein Dreck. Hier noch Waffen von denen rum. Den Maurerhammer habe ich gefunden. Ah, hier ist auch noch ein Franzose. Sehr gut. Huch, was hast du denn da? Zombies. Die wollten uns ans Leder. Diese hier fackelt mich gerade ab, das ist nicht so cool. Er ist tot. Er ist tot. So, ich würde sagen, wir gehen mal zum Turm gerade zurück, weil wir haben jetzt nämlich keine Hauptquest gerade mehr. Wo war denn den Turm? Was ist der Turm? Ja, wir haben nur noch. Doch, wir haben noch Pakt mit Reis. Hätten wir noch als Hauptstory-Quest. Ach ja, stimmt. Ja, dann müssen wir das wohl erstmal machen. Gut, ich hab's markiert. Ich reiß. Ich habe wenig Bock drauf, aber. Aua. Und ich sterb auf dem Weg dahin erstmal. Das ist schön. Gut machst du das. Immer noch ein bisschen Alkohol mit für die Fahrt. Man weiß ja nie. Für die Fahrt, ich hoffe, du fährst nicht. Mull doch, kann man, klar, dann erst recht. Mull kann man auch gebrauchen. Hier ist ein Spielerversteck. So, dann gehen wir mal zu Raise. Ups. Reise, Seemannreise. Jeder tut's auf seine Weise. Ja. Hier was drin? Hallo? Hallo? Nein? Schade. Dann Sightseeing links und rechts und geradeaus und hier sind viele Zombies. Links, rechts, geradeaus. Du bist im Labyrinth. Hoi! Hoi! Du eigentlich? Ich hoffe auf dem richtigen Weg. Ich bin nur ein bisschen anders lang gelaufen anscheinend. Der Weg, der mir gekürzt ist, erschien. Bisschen ist gut. Ich bin auf der Brücke. Ich auch. Ich hab mich erstmal die Füße verbrannt. Hast du? Ich hab mir die Füße verbrannt. Wieso? Uah! Ach, hier steht zum Glück ein Zug auf der Schiene. Auf der Gleise. Hui! Füße gebracht. Hi! Guten Tag. Ein bisschen Loot, das tut so gut. Ein bisschen Loot, ja, das tut gut. Deswegen brauchen wir den Loot. Dun, dun, dun.
Da bist du im Wasser. Ich will rein sprechen. Bracken schickt mich. Warte doch mal. Es geht um ein Geschäft. Das geht nur Raiz was an. Nicht seine Handlanger. Na gut, lass ihn durch. Das wird bestimmt lustig. Danke.